Grüß euch und hallo, herzlich willkommen bei Hörweh Grill. Wiener Barbecue, gell? Heute die letzte Folge von Weihnachten, gell? Und heute machen wir ganz was Spezielles, nämlich einen Pizza-Weihnachtsbaum Litzel da für mich. Und so schaut der aus, Freunde. Hammermäßig! Gleiche gibt's mit Nutella auch, aber wir haben es natürlich mit Pizza aus Pizza gemacht. Und wie das gemacht wird, bleibt dran, schaut zu, das seht ihr jetzt! Was brauchen wir jetzt für unseren Pizza-Grießbaum? Da haben wir einen Formgach gemacht, nicht? Von einem Grießbaum, Backpapier, dann da einen Hefeteig an Kerntag. Diesmal mit dem Barilla, mit Tipo 00, also mit Original-Pizza-Mehl. Ein bisschen Salami, ein bisschen Schinken. Dann haben wir Tomatensauce, selbstgemacht, passierte Tomaten, ganz einfach mit Kräuter der Provence, Oregano, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Und das war's schon. Und ein Emmentaler nehmen wir aus Käse. Gut ist, gehen wir es an. Schreiben wir uns da mal ein bisschen Mehl auf, das gehen wir dann wieder weg. Ja. Braucht es nicht glauben, dass ich jetzt eine Pizzeria aufmache, aber das hat es nicht kleiner gegeben, das Mehl. Ich habe das einmal ausprobieren wollen. So. Jetzt raus mit dem. Ui, da schaut euch das an. Ein bisschen falten. So. Jetzt haben wir da ein bisschen Tomaten drauf gegeben. Sogar. Dann gehen wir mal ein bisschen Schinken auf. Wir werden sagen, zuerst gehört der Käse, ja. Aber in diesem Fall ist es egal, weil wir eh einen Deckel drauf geben. Dann noch ein bisschen Käse. Und oben drauf ein bisschen eine Salami. Jetzt kommt das nächste, okay? Jetzt kommt das drehen. Wichtig ist, dass es dabei ganz gut geschnitten ist. Schön eine Richtung. So, jetzt haben wir das Ganze natürlich mit dem Ei einschmieren, damit wir ein schönes Kanzel kriegen. Und das Ganze. Und jetzt da bei ca. 220 Grad Ober-Unterhitze ins vorgeheizte Ziel angelangt. Unser Bäumchen ist fertig, also man sieht, dass das ein Weihnachtsbaum ist. Wunderschön ist er geworden. Ich hoffe, er schmeckt er gut. Verkosten tue ich jetzt nicht, weil wir kriegen Gäste und da werden wir den anschneiden. Aber eins kann ich sagen. Ich möchte mich jetzt einmal herzlich bedanken bei euch, bei all meinen Zusehern und Abonnenten. Ihr wart wirklich spitze. Dieses Jahr ist wirklich was weitergegangen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, ich will jetzt für euch verabschieden, gell? Wir werden jetzt essen gehen. Morgen, gell, ein gesegnetes Weihnachtsfest, der Brass Christkindl, habe ich schon gesagt. Wir sehen uns vor dem Jahreswechsel noch einmal. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht habt, gell, damit ihr keine Folge versammelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa und viert euch.